Ich werde ein bisschen in die Technologie einführen, denn die wenigsten werden so ganz genau wissen, was NMR-Technologie eigentlich bedeutet. Ich werde ein paar Hauptanwendungen aufzeigen. Das eine ist der Bereich der Lipide und der andere ist das, was man so im weitesten Sinne Metabolomics nennen könnte. Und zum Schluss werden wir mal ein bisschen gucken, wo das Ganze hingehen kann und was wir uns davon versprechen. Ja, was ist NMR? Die meisten von Ihnen kennen NMR als Begriff, haben Kernspintomografien vielleicht schon selber gehabt oder wissen zumindest, was das ist. Die grundsätzliche Technologie, die wir nutzen, ist sehr, sehr ähnlich. Sie nutzt den Effekt, dass bestimmte Kerne, in unserem Fall sind das Protonen, also Wasserstoffkerne, einen sogenannten Spin haben. Das heißt, sie verhalten sich in Magnetfeldern ein bisschen so, wie es ein Kreisel in unserem Erdmagnetfeld tut. Die Modellvorstellung ist, dass die sich drehen, darum heißt das ganze Spin, das ist mechanisch natürlich nicht ganz richtig, aber es ist eine gute Modellvorstellung, mit der man arbeiten kann, wenn man verstehen möchte, was die Technologie macht. Bringe ich jetzt solche Spins, könnte ich mir die im Mikroskop ansehen, dann würde das ungefähr so aussehen, die sind alle wild orientiert, drehen fröhlich vor sich hin. Wenn ich aber jetzt ein sehr starkes Magnetfeld an das Ganze anlege, hier symbolisiert durch meine Magnetfeldlinien, dann richten die sich aus wie die Zinnsoldaten und sind schön senkrecht im Magnetfeld drin, drehen sich vor sich hin und nun kommt der Teil, der dazu führt, dass ich mit dem Ganzen Messungen machen kann. Ich kann jetzt so ein System anregen, das heißt, ich habe hier exemplarisch jetzt mal einen dieser Spins rausgegriffen und diesen Spin kann ich jetzt anregen, das kann ich beim Kreisel tun, indem ich ihn antippe, dann fängt er an, eine sogenannte Präzessionsbewegung zu machen, das heißt, der eiert auf Deutsch gesagt. Das Gleiche macht mein Kernspin auch, nur dass ich den natürlich nicht antippen kann. Das heißt, ich brauche ganz genau dosierte Radiofrequenzimpulse, mit denen ich um einen definierten Winkel so einen Spin kippen kann. Jetzt habe ich in diesem Magnetfeld hier drin einen sich drehenden Minimagneten sozusagen und das induziert natürlich eine Antwort und die kann ich messen. Das heißt, ich kriege jetzt ein Antwortsignal zurück, das sich aber über die Zeit verändert, weil dieser Kreisel natürlich, nachdem ich ihn angestoßen habe mit der Zeit, Sie kennen das alle, sich wieder aufrichtet und dasselbe passiert mit meinem Kernspin auch. Das heißt, über die Zeit geht er wieder zurück in seinen Ausgangszustand. Und das bis zu diesem Punkt ist die Basis, die wir sowohl in der NMR-Bildgebung nutzen, als auch wir für unsere Anwendungszwecke in der NMR-Spektroskopie. Was man dann bekommt, sind Antworten, die in dem simpelsten Fall sehr, sehr einfach ausfallen. Also hätte ich einfach nur Wasserstoffkerne frei zur Verfügung, dann bekäme ich einfach nur einen ganz langweiligen Peak an der Stelle, wo die Resonanzfrequenz dieses Ganzen wäre. Jetzt habe ich aber in der Natur natürlich ganz andere Situationen. Also ich habe irgendwelche organischen Moleküle, da befinden sich jede Menge verschiedene Protonen an verschiedenen Positionen und die tragen nachher alle zu meinem Signal bei, das ich am Ende messen kann. Und die Kunst in der NMR-Spektroskopie besteht jetzt darin, aus diesen Signalen die auseinander zu dividieren und zu verstehen, welche Signale kommen woher. Wie muss ich mir das vorstellen? Ungefähr so. Ich habe hier in einem hübschen kleinen Beispielmolekül, hier in einem Disaccharid, habe ich natürlich jede Menge Protonen, aber wenn ich mir diese Protonen so angucke, dann stelle ich fest, die haben alle ganz, ganz unterschiedliche Nachbarschaft. Da gibt es welche, die sitzen hier zum Beispiel in einer OH-Gruppe, da gibt es welche, die sitzen hier direkt am Ring, da gibt es welche, die sitzen hier oben in wieder völlig anderem Kontext. Und dieser Kontext führt dazu, dass diese Resonanzfrequenz von diesem Proton leicht verstimmt wird. Und deswegen bekomme ich nicht einfach nur ein Signal, hier sind die Protonen, sondern ich bekomme an ganz charakteristischen Stellen, hier symbolisch dargestellt durch diese unterschiedlichen Peaks, leicht verschobene Signale und das lässt Rückschlüsse darauf zu, um welche Substanz es sich handelt und das ist die Grundlage dessen, was wir messen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, eigentlich auch kein echtes Spektrum, sondern wirklich nur ein Beispiel, um Ihnen zu erklären, was wir hier eigentlich als Basisgrundlage verwenden. In der Natur, wenn ich jetzt echte Proben vor mir habe, also wenn ich es jetzt mit Urinproben oder Serumproben zu tun habe, dann wird das Ganze natürlich ungleich komplexer. Und an der Stelle beginnt das, was wir tun, nämlich Know-how zu entwickeln, wie ich ein solches Spektrum vollautomatisiert lesen kann, um damit nachher wirklich Diagnostik zu betreiben. Das hier ist jetzt ein echtes Beispiel. Das ist ein Beispielspektrum einer Urinprobe. Und Sie sehen hier eine ganze Menge verschiedene Dinge. Sie sehen zunächst mal, dass es recht unruhig wirkt. Hier sind jede Menge scharfe Linien zu sehen. Sie sehen an einigen Stellen hier vielleicht etwas, was Ihnen erstmal wie Rauschen vorkommt. Das ist aber nicht Rauschen. Sie können in diese Bereiche tatsächlich noch ganz weit hineinzoomen und wirklich noch Signale bekommen, die Sie ganz scharf trennen und auch quantifizieren können.
Und jeder dieser Peaks ist genau wie in dem Beispiel, das wir gerade gesehen haben, natürlich verbandelt mit einer bestimmten Art von Proton in einem bestimmten Molekül. Und das kann ich wie einen Fingerabdruck am Ende lesen, um zu verstehen, wie ist diese Probe zusammengesetzt. Gut, also wir haben all diese Peaks. Wer ganz aufmerksam hinguckt, dem wird auffallen, es gibt hier so eine Region, die wirkt so ein bisschen wie abgeschnitten, das ist sie auch. Das ist nämlich die Region, in der die mit Abstand wichtigste Wasserstoffquelle in einer biologischen Probe sitzen würde, nämlich einfach das Wasser, also das Lösungsmittel. Wenn wir den Peak nicht durch bestimmte Maßnahmen unterdrücken und nachher dann abschneiden würden, der hätte noch 3 Stockwerke über uns, wäre der noch zu sehen. Das heißt, man muss mit dem umgehen und den rausfiltern. Ja, und mit dieser Methode kann ich jetzt verschiedene Dinge tun. Ich fange mal an mit verschiedenen Eigenschaften des Systems. Ich fange mit dem Hauptnachteil des Systems an, und das ist die Tatsache, dass wir nicht wahnsinnig sensitiv sind. Also Sie brauchen damit nicht versuchen, Hormone oder solche Sachen nachzuweisen. Sie brauchen Metabolite, die schon in ordentlichen Konzentrationen vorhanden sind. Aber die, die in diesen Konzentrationen vorkommen in unserer Probe, die kann ich in sehr schöner und sehr präziser Weise nachvollziehen. Das System hat verschiedene Vorteile hier. Ich habe zum einen einen unglaublich großen dynamischen Bereich, den dieses System abdeckt. Also die Linearität von so einem NMR-System geht über zahlreiche Größenordnungen. Man sagt, so bei optimalen Messbedingungen kann man bis zu 6 Größenordnungen Konzentration so abdecken, dass ich noch lineare Unterschiede bekomme. Ich habe den großen Vorteil, dass ich das Ganze in einer einzigen Probe mit einer physikalischen Messung mache. Das heißt, ich habe keine großartige Probenvorbereitung für jeden einzelnen Substanztyp. Ich muss nicht das vorher über 1000 verschiedene Säulchen jagen, sondern ich kann die Probe so, wie sie ist, vermessen. Und egal aus welcher Stoffklasse meine Substanz kommt, wenn sie in ausreichender Konzentration vorhanden ist, werde ich sie hier mit charakteristischen Peaks finden. Das Ganze hat auch hohe Präzisionen, ich kann also sehr gut meine Ergebnisse reproduzieren, und insbesondere habe ich den Vorteil, dadurch, dass ich es in einer einzelnen Messung habe und eben auch diese Präanalytik minimieren kann, bekomme ich eine sehr gute Interpretierbarkeit der Signale zueinander. Das heißt, in Fällen, wo ich mich nicht nur dafür interessiere, wie viel ist absolut drin, sondern wo ich mich dafür interessiere, in welchen Verhältnissen stehen bestimmte Substanzen, habe ich hier einen ganz, ganz großen Vorteil. Gut, was kann man jetzt damit machen? Jetzt gehen wir in ein paar Beispiele. Ich habe auch Mäuse mitgebracht, meine sind dick und dünn. Die sollen das nächste Thema symbolisieren, das wir hier anschneiden werden, nämlich die Lipiddiagnostik. Das ist eine Stärke des NMR-Systems, die man sehr gut nutzen kann. Warum Lipiddiagnostik? Was gucken wir uns da an? Jeder von Ihnen kennt vom Hausarzt Triglyceride, Cholesterinmessungen, HDL, LDL, das ist Standard. Es gibt aber noch sehr viel differenziertere Diagnostik. Sie können HDL und LDL-Lipoproteine in sehr viele einzelne Subklassen einteilen, nach der Dichte oder nach der Größe. Und es gibt sehr gute Evidenz dafür, dass die Auflösung dieser Subklassen ein ganz wichtiges Werkzeug werden wird, um ein Arteriosklerose-Risiko in Patienten wirklich korrekt einzuschätzen und um hier diagnostische Möglichkeiten zu bieten, die wir mit HDL und LDL allein nicht haben. Wie kann ich das sonst messen? Ich kann es zum Beispiel mit der Ultrazentrifuge messen, aber das kann ich nicht im großen Stil tun. Das ist viel zu schlecht standardisierbar, das ist viel zu personalaufwendig, viel zu laborintensiv. Das heißt, eine Alternativmethode, die sowas schnell kann und gut kann und reproduzierbar kann, wäre von relativ großem Wert. Zum Zweiten ist es so, dass wir im NMR Partikelkonzentrationen tatsächlich sehen. Das heißt, wir können was darüber sagen, wie viele LDLs, HDLs in den verschiedenen Subklassen sind da drinnen und nicht unmittelbar ans Cholesterin gekoppelt, was auch gewisse Vorteile bietet in der Risikoabschätzung. Und der Witz an der Sache ist, das Ganze geht sehr gut standardisierbar und ich kann es relativ schnell machen. Das heißt, ich kann an einem Tag auf einem Gerät hunderte von Proben vermessen. Das wäre mit der Ultrazentrifuge völlig unvorstellbar. Ja, und so schaut das dann aus. Wenn wir hier in einen relevanten Bereich eines NMR-Spektrums reingucken, dann bekommen wir hier zwei Bereiche zu sehen. Das ist wirklich ein winziger Ausschnitt aus einem Serumspektrum. Und diese beiden Bereiche schauen wir uns an, insbesondere diesen Lipid-CH3-Bereich, in dem ich Signale aus den Lipoproteinen sehen kann. Und die Art und Weise, wie ich das jetzt auseinanderbringe, ist, dass ich im NMR freundlicherweise keinen scharfen Peak für diese Lipoproteine bekomme. Das hat mit ihrer Oberfläche, mit der Krümmung und verschiedenen Abschirmeffekten zu tun, sondern dass die sich freundlicherweise der Größe nach auf der Achse anordnen. Das heißt, während kleine Metabolite, wie zum Beispiel das Laktat oder hier, das sind Aminosäuresignale, schöne scharfe Peaks bilden, bekomme ich hier ein breites, verschliffenes Signal, das aber dazu mit korrespondiert, wie viel der unterschiedlichen Größenklassen vorhanden sind. Das werde ich gleich nochmal genauer illustrieren, aber wir sehen hier noch eine zweite Signalquelle, die ich nutzen kann, um das genau aufzuteilen. Das sind sogenannte Magnetfeldgradienten.
Sie sehen, dass hier eigentlich mehrere Spektren abgebildet sind. Hier ein äußeres in Magenta, dann so ein bläuliches und so weiter und so weiter. Die werden immer kleiner. Aber sie werden nicht nur kleiner, sondern mit zunehmender Gradientenstärke, die wir hier benutzen, ändern sie auch ihre Geometrie. Und was man sofort sehen kann, kleine Metabolite werden unterdrückt. Hier im obersten ist das Laktat noch voll drin. Wenn ich anfange, den Gradienten ein bisschen aufzudrehen, wird es klein. Wenn ich ihn noch ein bisschen aufdrehe, ist es komplett weg. Und das ist eine zweite Achse, die ich nutzen kann, um diese Lipoproteine differenzierter auseinander zu dröseln sozusagen. Ja, und das hier ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn ich jetzt diese CH3-Region hier mir angucke, dann kann ich verschiedene Funktionen nehmen, die die Verteilung repräsentieren, also die Größen- und Signalverteilung dieser charakteristischen Lipoprotein-Subklassen und kann dann mit entsprechenden Methoden ein Signal so wieder rekonstruieren. Das ist hier dieses Graue, das ist das gemessene Signal und das Schwarze ist das Rekonstruierte aus den Beiträgen, die wir gemessen haben in dieser Probe. Und so kann ich im Endeffekt auseinanderdröseln, wie dieser Berg zusammengesetzt ist und wie viele unterschiedliche Größenklassen und welche Menge von den Größenklassen der Lipoproteine da drin sind. Und das ist die Grundlage der Diagnostik, die der Kardiologe, Lipidologe, wie auch immer, dann nutzt, um eine Risikoabschätzung zu machen. Spaßeshalber kann man das mal mit der Ultrazentrifugationsmethode vergleichen, das hatte ich gerade schon mal angedeutet. Da sehen Sie dann, wenn Sie jetzt aus der Ultrazentrifuge unterschiedliche Fraktionen nehmen und die mit dem NMR vermessen, dann bekommen Sie charakteristische Verteilungen in unserem Signal. Und was Sie hier sehen, ist, ich habe hier aus einem Ultrazentrifugationsrun aufeinanderfolgende Fraktionen rausgegriffen und Sie sehen hier, wie Schritt für Schritt dieser Gipfel, hier dieser Mittelpunktgipfel, von links nach rechts wandert. Am besten sehen Sie es, wenn Sie das erste mit dem letzten vergleichen. Hier sind wir noch kurz vor der 0,9. Und Fraktion für Fraktion rückt das nach rechts, bis wir dann schließlich so bei 0,85 ungefähr landen. Das heißt, Sie können auch direkt eine Vergleichbarkeit mit der langsamen, aber momentan als Referenz genutzten Ultrazentrifuge herstellen. Sie können letztlich mit dem NMR das dann auch abbilden. Wenn Sie jetzt das in die Praxis bringen wollen, dann ist eine ganze Menge Arbeit nötig. NMR-Spektrometer stehen viele rum, Sie müssen nur an die nächste Uni gehen, da stehen in der Chemie oder Biophysik mit Sicherheit ein paar NMR-Spektrometer, aber daraus jetzt ein diagnostisches Tool zu machen, hat eine ganze Menge Erfordernisse. Das heißt, das, was Sie ursprünglich bekommen, wenn Sie einfach ein Spektrometer kaufen, ist, Sie haben ein Gerät, das Sie in einem Forschungslabor aufstellen können und wenn Sie den richtigen Experten haben, dann kann der Experte damit auch ein paar Dinge anstellen. Aber wenn ich das einem Arzt zeige, was dabei rauskommt, dann wird der nur einigermaßen ratlos gucken. Das heißt, der nächste Schritt war, dass man das Ganze in eine Kommerzialisierung bringt, in eine Standardisierung bringt und der erste Schritt war, dass man das als Dienstleistung anbietet. In dem Moment fängt unser Arzt an, über die ganze Sache nachzudenken, weil er jetzt Werte bekommt, mit denen er tatsächlich arbeiten kann und nicht selber Experte für NMR-Spektrometrie werden muss. Aber auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn letzten Endes will der Arzt vielleicht nicht ewig warten, bis irgendein Speziallabor am Ende der Welt für ihn eine Messung auswertet, sondern er möchte das eigentlich in seinen Routinebetrieb integrieren und das ist das, was wir als Firma im Moment tun. Wir bringen die NMR-Spektrometrie in die Kliniklabors oder eben auch in die größeren Laborketten, sodass der Arzt tatsächlich Zugriff über seine ganz normalen Wege hat. Die ganz normalen Laboranbieter können diese Technologie jetzt einsetzen und können das in die ganz normale Routine reinbringen. Der Weg dahin hat natürlich eine ganze Menge Schritte gebraucht. Also wir mussten an allen Ecken und Enden Dinge standardisieren, wir mussten Schnittstellen schaffen, wir mussten Qualitätssicherung betreiben, wir mussten das alles nach allen Regularien entwickeln. Es muss alles vollautomatisch sein, es muss so benutzbar sein, dass es in einem Regellabor auch funktioniert und auch von einer ganz normalen Labor-TA benutzbar wird. All das hat eine ganze Menge Energie und auch Know-how erfordert, aber an dem Punkt sind wir mittlerweile. Also wir haben inzwischen erste Systeme in den USA im produktiven Einsatz, wo sie diagnostisch genutzt werden und täglich mittlerweile Tausende von Tests dort laufen. Europa hinkt ein bisschen hinterher. Wir arbeiten momentan dran, eine CE-Zertifizierung für dieses System zu haben und rechnen damit, dass wir die so Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres haben, sodass wir auch in den europäischen Diagnostikmarkt hineinkommen, obwohl der aufgrund seiner Erstattungssituation und der Innovationsfreude, die wir in Deutschland und Europa sehen, vermutlich noch ein bisschen hinterherhinken wird für eine ganze Weile. In Amerika entwickelt sich das Ganze aber relativ positiv im Moment. Gut, machen wir einen kleinen Schwenk. Wir haben uns jetzt gerade beschäftigt mit großen
Aggregaten, Lipoproteinpartikeln, aber wir haben auch schon gesehen, da sind in so einem Spektrum eine ganze Menge andere Sachen zu sehen. Da sind kleine Metabolite drin, wie sie jeder kennt, da sind Aminosäuren drin, da ist Glucose drin, da sind alle möglichen Sachen drin. Und die sind natürlich diagnostisch auch sehr interessant. Das heißt, ein zweites Standbein, das wir im Begriff sind, uns aufzubauen und an dem wir jetzt in verschiedenen Entwicklungsstadien sind, ist, dass wir diagnostische Signaturen entwickeln, die basierend auf Inhaltsanalysen von kleinen Metaboliten stehen. Sie kennen alle diese Darstellungen von vielen biochemischen Pathways. Das hier ist zugegebenermaßen eine Darstellung des Internets, aber ich fand sie hübsch. Wenn Sie es etwas mehr systematisieren, dann bekommen Sie typischerweise solche Abbildungen, also Biochemical Pathways, das hier ist jetzt von Keck geklaut. Das symbolisiert letztlich, wie unser Bild momentan ist, wie der Organismus funktioniert, wie die menschliche Biochemie zusammenspielt. Und man sieht auf den ersten Blick, das ist komplex. Wir haben lange überlegt, wie kann man das veranschaulichen, was wir eigentlich tun und was ist das eigentlich von der Essenz her? Wieso kann man damit Diagnostik machen mit dem, was wir machen wollen und was ist der Ansatz? Und eine Art, wie man das, glaube ich, ganz gut darstellen kann, ist, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Konzert. Was hören Sie da? Sie hören Violinen, Sie hören Flöten, Sie hören Pauken, Sie hören Triangel, Sie hören das Husten des ersten Geigers in der Pause, Sie hören all diese verschiedenen Dinge. Aber ganz eigentlich, wenn Sie sich auf die Musik konzentrieren, hören Sie das nicht. Sie hören das Konzert, Sie hören die Harmonie, Sie hören den Rhythmus, Sie hören, ob es stimmig ist und Sie merken vielleicht, ob es Ihnen gefällt. Wie merken Sie jetzt, ob das Orchester vielleicht nichts taugt oder sich verspielt hat? Sie werden es vermutlich nicht merken, indem Sie einen einzelnen Ton eines einzelnen Instruments rausgreifen. Einen einzelnen Biomarker. Das wird selten funktionieren. Wenn der so falsch ist, dass Sie es daran merken, dann ist der Zustand vermutlich schon ziemlich kritisch in diesem Orchester. Häufig werden Sie aber merken, irgendwas stimmt nicht, aber Sie werden es an keinem einzelnen Instrument jetzt ganz exakt festmachen können. Sie werden merken, irgendwie ist der Rhythmus nicht ganz in Ordnung, die Harmonie passt vielleicht nicht, irgendwas ist zueinander nicht in der richtigen Relation. Und dieses Bild kann man im Grunde ganz gut auf den Metabolismus übertragen. Auch dort äußern sich Krankheiten ja nicht immer nur darin, dass eine einzelne Substanz jetzt plötzlich durch die Decke geht oder überhaupt nicht mehr exprimiert wird oder ihren Dienst eingestellt hat, sondern sehr häufig sind es Zustände, in denen das Zusammenspiel nicht mehr passt, in dem irgendein Steady State plötzlich nicht mehr da ist, wo er hingehört oder vielleicht sogar völlig verloren gegangen ist. Und das ist das, was wir mit Metabolomics machen wollen und NMR ist unsere Herangehensweise daran, das zu tun. Das heißt, um das aufzubauen, braucht man viele Bausteine. Man braucht zum einen die wissenschaftliche Seite, das heißt, da muss biochemisches Wissen rein, da muss Physiologie rein, da muss pathophysiologisches Verständnis und medizinisches Verständnis hinein. Da muss zum Zweiten eine Messmethode sein, mit der Sie das auch wirklich alles quantifizieren können. Und Sie brauchen natürlich Bioinformatik, Statistik, all diese Tools und Werkzeuge, um tatsächlich diese Daten auch auswerten und verstehen zu können. Und auf der anderen Seite all das, was wir gerade schon angeschnitten haben, das heißt maximale Standardisierung, maximale Automation, Usability-Aspekte, regulatorische Requirements, all diese Dinge, damit aus dem Forscherspielzeug NMR ein diagnostisches Werkzeug werden kann. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, das wir seit einer Weile betreiben. Das ist eine Entwicklung oder im Moment muss man sagen eine Studiensituation noch, die hoffentlich in eine Entwicklung mündet, in der wir uns mit der Frage beschäftigt haben, kann ich mit so einem System, das auf NMR-Metabolitenmessungen beruht, frühzeitig diagnostizieren, ob ein nierentransplantierter Patient in Gefahr ist, seine Niere durch eine Abstoßungsreaktion zu verlieren. Und die Hypothese war, dass man das in Urinproben eventuell sehen könnte, weil Mechanismen in der Niere dazu führen, dass dort metabolische Umstellungen passieren und oder sich an der Filterleistung irgendwas ändert und man deswegen typische Merkmale im Urin feststellen können sollte. Das heißt, wir sind in mehreren Schritten vorgegangen. Wir haben zunächst mal mit dem Klinikum Regensburg eine größere Anzahl Proben, die im Rahmen einer ganz anderen Studie erhoben hatten, zu uns bekommen, haben angefangen, die zu vermessen, haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, was da drin ist, haben angefangen, die komplexe Statistik aufzubauen, um zu verstehen, ob da möglicherweise eine Testentwicklung möglich wäre. Die Ergebnisse, die wir darauf bekommen haben, sahen ganz vielversprechend aus, also haben wir uns entschlossen, in eine zweite Studienphase einzusteigen, diesmal nicht mit gefundenen Proben, sondern mit speziell für diesen Zweck erhobenen Proben. Das heißt, wir befinden uns jetzt in dieser Mittelphase, dieser Studie, wir haben sie Umbrella getauft, bitte fragen Sie mich nicht mehr genau, wie das Akronym geht, es sind sehr wild zusammengewürfelte Buchstaben aus einem länglichen Text, aber letzten Endes geht es darum, aus dem Urin eine diagnostische Signatur zu entwickeln. Da sind wir gerade mittendrin.
Der Plan war, 100 Patienten zu rekrutieren. Wir haben tatsächlich 107, glaube ich, rekrutiert inzwischen. Wir haben alle Patienten in einer zweijährigen Recruitment-Phase zusammengekratzt am Transplantationszentrum in Regensburg. Wir haben mittlerweile für alle Patienten ein einjähriges Follow-up hinter uns gebracht. Wir haben eine Dokumentation, die ist so dick, dass man die Bibel dagegen dünn nennen kann. Also wir haben alles mit dokumentiert, was gut und schön ist in diesem komplexen Patientenkollektiv, weil man kann sich vorstellen, transplantierte Patienten bekommen Medikamente in unterschiedlichster Zusammensetzung und Dosierungen. Da wird man wahnsinnig, wenn man das nicht wirklich durchdokumentiert, hat man nachher keine Chance, seine Daten zu verstehen. Aus diesem Grund haben wir auch noch nicht alle Daten vorliegen. Was ich Ihnen heute zeigen kann, ist ein kurzes Schlaglicht auf das, was wir in der ersten Suchstudie gefunden haben und den ersten Patienten, die wir jetzt in einer Zwischenauswertung gesehen haben. Wir rechnen damit, dass wir im Laufe dieses Jahres alle Daten beisammen haben, um dann tatsächlich eine Endauswertung dieser Studie machen zu können. Und dann werden wir wissen, ob wir eine vernünftige Grundlage für eine weitere Testentwicklung haben und da weiterhin investieren können. Damit man so einen Test entwickeln kann, muss man eine komplexe Frage lösen. Das hatte ich vorhin kurz angedeutet. Ich habe im Falle der Nierenabstoßung jetzt letzten Endes zwei Klassen vor mir. Ich habe die Patienten, die keine Nierenabstoßung bekommen haben, und ich habe die Patienten, die eine Nierenabstoßung bekommen haben. Woher weiß ich, ob sie so eine bekommen haben? Das haben wir festgemacht an einer Biopsie, die in diesen Zentren durchgeführt wurde. Und die Kunst besteht nun darin, ich habe hier mal eine Illustration mitgebracht, das sind nicht die echten Daten, aber was Sie dann bekommen, ist ein wildes Gewusel von unterschiedlichsten Patientenproben in unterschiedlichsten Situationen. Und die Kunst besteht jetzt darin, einen Weg zu finden, die auseinanderzuhalten. Was sind die Gesunden, was sind die Kranken, beziehungsweise was sind die Abstoßer, was sind die Nichtabstoßer? Und letztlich mit komplexen statistischen Methoden dann so einen Weg der Trennung zu finden in einem hochdimensionalen Raum von potenziellen Biomarkern, die zu so einer Signatur beitragen können. Und was Sie dann tun müssen, also Publikationen aus sowas kriegen Sie andauernd. Jeden Tag kommt irgendein Paper raus, das irgendwelche Classifier gebaut hat für irgendwelche Krankheitszustände, aber das ist immer nur der erste Schritt. Sie müssen dann noch sehr viel tun, um wirklich zu sagen, das wird ein robustes System. Sie müssen sich damit beschäftigen, was haben Sie da überhaupt genau für Metaboliten drin? Was bedeuten die? Macht das Sinn? Ist vielleicht irgendwas davon schon bekannt? Sind welche dazwischen, die man ausschließen sollte, weil man aus der Biochemie weiß, dass die problematisch sind, weil sie in anderen Situationen vielleicht eine große Rolle spielen und ich da zu Fehlinterpretationen kommen kann? Habe ich vielleicht Metabolite dazwischen, die überhaupt nichts mit der Pathophysiologie zu tun haben, sondern Medikamentenabbauprodukte sind? All diese Dinge muss ich natürlich abklopfen, bevor ich so einer Signatur Glauben schenken darf. Und das ist eine ganze Menge Arbeit, die wir in diesem Zusammenhang leisten. Und zu guter Letzt brauche ich dann natürlich irgendwann, wenn ich das System fertig entwickelt habe, logischerweise einen unabhängigen Test in einer neuen Kohorte. Teil dieser Arbeit sieht dann so aus, dass ich hier Illustrationen sind jetzt nicht die Metabolite, die wir in dem Kontext gefunden haben, aber als Illustration, Sie werden ein paar bekommen, die Namen haben. Das heißt, Sie wissen schon aus der Literatur, das ist etwas, das könnte da eine Rolle spielen. Und Sie werden ein paar haben, von denen Sie vielleicht erstmal gar nicht wissen, was es ist. Dann müssen Sie die Substanz identifizieren. Wenn das geleistet ist, haben Sie Ihr neues Wissen und setzen das Ganze dann in mühsamer Kleinarbeit in biologischen Kontext, in medizinischen Kontext, um zu verstehen, ob das alles nicht nur statistisch zu funktionieren scheint, sondern eben auch pathophysiologischen Sinn macht. Ja, und wenn Sie den Punkt durchschritten haben, dann kommen Sie letzten Endes dahin, dass Sie eine diagnostische Signatur haben, die Sie in Form eines Scores zum Beispiel abbilden können. Und das symbolisiert jetzt hier zwei Zustände, den einen, an dem wir gelernt haben, was ist die Signatur für eine glückliche Niere sozusagen und was ist die Signatur für eine Niere, die gerade Probleme kriegt. Und in meiner diagnostischen Situation bekomme ich jetzt eben zahlreiche Proben, die sich irgendwo zwischen diesen beiden Extremzuständen bewegen werden und mir dann eben erlauben, dem Arzt eine Risikoabschätzung zu geben, die es ihm dann ermöglicht, klinische Maßnahmen zu ergreifen oder eben zu sagen, wir können noch zuwarten oder hier droht vielleicht auch überhaupt keine Gefahr. Wie schon gesagt, wir haben die Endauswertung noch nicht in der Tasche, wir haben bisher nur die allerersten Patienten drin. Hier ein kurzer Ablauf. Ich habe zum einen hier mitgebracht die Trainingsdaten aus der ersten Phase. Das sind also ROC-Kurven aus den kreuzvalidierten Performance-Daten in dem Trainingsset damals.
und ich habe es unterteilt und ich habe hier unten das, was wir jetzt momentan in den ersten ausgewerteten Patienten der Studie finden. Und ich habe es nochmal unterteilt in eine frühe und eine späte Phase. Das bezieht sich darauf, dass diese Patienten unmittelbar nach der Transplantation eingeschlossen werden. Und in der Anfangsphase, solange sie noch auf der Intensivstation liegen, natürlich alles an Medikamenten bekommen, was gut und schön ist, eine Niere in sich tragen, die eine ganze Weile nicht durchblutet war und alle möglichen anderen Probleme noch haben. Das heißt, diese Phase muss man sehr kritisch betrachten, weil es gut sein kann, dass in dieser Phase andere Regeln gelten als in der späteren Phase, wo sich die Gesamtsituation des Patienten stabilisiert hat. Und das ist auch tatsächlich das, was wir sehen. Also wenn wir es jetzt in unseren ersten Patienten angucken, dann sehen wir während des im Trainingsset, hat man auch schon gesehen, dass hier AOC 78% im Trainingsset, dass die schon deutlich geringer ist als diese von 92 in der späteren Phase. Jetzt ist natürlich so, trotz Kreuzvalidierung sind es noch keine unabhängigen Daten. Deswegen ist immer zu erwarten, dass man, wenn man es in unabhängige Proben gibt, diese Werte geringer werden und die Frage ist halt einfach, brechen sie in nichts zusammen oder bleibt etwas diagnostisch Nutzbares übrig? Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, weil noch nicht alle Patienten drin sind, aber unsere momentane Einschätzung ist, dass die Frühphase sehr, sehr schwierig werden wird, weil da einfach zu wenig Konstanz drin ist, um eine wirklich stabile Signatur abzuleiten. Dass aber in der späteren Phase, wenn diese intensivmedizinische Phase überwunden ist, durchaus eine diagnostisch nutzbare Signatur dabei rauskommen kann, die durchaus zu einem Produkt führen kann. Warum sage ich immer kann? Weil ich noch so wenig Patienten habe, dass ich hier ein so großes Konfidenzintervall habe. Das heißt, momentan ist unsere Schätzung für die AOC 0,75. Aber das Konfidenzband sagt mir, wenn ich Pech habe, lande ich bei 0,64, dann gucke ich sehr unglücklich. Wenn ich Glück habe, lande ich bei 0,86, dann freue ich mir ein Loch im Bauch, weil das ist dann ein super Test. Ich kann Ihnen im Moment die neuesten Zahlen noch nicht geben. Wie gesagt, wir sind mittendrin, dass wir die ganzen CRFs auswerten und in maschinenlesbare Form kriegen. Dieses Jahr hoffen wir, dass wir alles beisammen haben und es dann wissen. Gut, das habe ich eigentlich im Moment, ja, das habe ich eigentlich alles schon gesagt. Im Moment arbeiten wir zum einen an der vollständigen Auswertung, zum anderen analysieren wir mögliche Tweaks für das ganze System, um es noch robuster zu machen, um es stabiler zu machen, ein paar Dinge zu lernen über die Probennahme, all diese Dinge, die nachher wichtig werden, wenn wir das Ganze tatsächlich auf den Markt bringen wollten. Ne? Das war jetzt ein Schlaglicht. In Wirklichkeit ist das natürlich nur eine von vielen Dingen, die man damit angucken kann und entsprechend haben wir viele Aktivitäten laufen in unterschiedlichen Phasen. Es gibt ein paar Dinge, wo wir schon ganz konkret Studien haben. Es gibt ein paar Dinge, über die wir erst nachdenken. Es gibt ein paar Dinge, wo wir schon relativ weit sind und erste Daten vor uns haben. Mal so zur Illustration, wir sind im Tumorbereich momentan sehr aktiv, haben da ein paar Dinge am Laufen. Wir haben im Bereich Stoffwechselerkrankungen ein paar Überlegungen am Laufen. Wir sind auch im weiteren nephrologischen Bereich noch aktiv und sind gerade sehr quirlig dabei, weitere Kooperationspartner zu akquirieren, um Studien in noch ganz neuen Feldern aufzubauen und erhoffen uns eigentlich nach dem, was wir bisher von der Technik gesehen haben, dass uns gelingen wird, im Laufe der nächsten Jahre doch eine Handvoll Tests an den Punkt zu kriegen, dass wir sagen, das kann jetzt wirklich langsam in Richtung Marktreife für diesen metabolischen Ansatz gehen. Ja, das gibt im Grunde nur noch mal das wieder, was ich gerade schon mal gesagt habe. Auch in diesem Metabolismusbereich ist es natürlich wichtig, dass ich meine ganze Standardisierung und Automatisierung komplett im Griff habe, um mich in ein echtes Laborumfeld eingliedern zu können. Dankeschön.